In der heutigen Minecraft-Challenge wird unser Spiel realistischer, je mehr Geld wir haben. Das hier ist unser Startpunkt, Leute. Es sieht alles super unrealistisch aus, weil wir auch 0 Dollar haben. Das hier ist ein Dorf. Alles sieht so komisch aus. Mein Fadenkreuz sieht auch so schlecht aus. Es ist ja viel schlecht. Das ist eine Tür. Oh mein Gott. Okay, da drüben ist ein Eisengolem. Der hat basically gar keine Textur. Oh mein Gott. Alter, ist das krass. Hier drüben ist ein Villager. Alles, was wir haben, Leute, ist so ein kleines Portal. Ich sehe gar nicht, wo ich hinskippe mit meiner Maus. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nicht, wie viel Leben ich habe. Ich sehe gar nichts. Leute, das kann so nicht bleiben. Wir müssen ein bisschen realistischer hier werden, Leute. So, das bedeutet, ich platziere jetzt hier das Portal. Bumm. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Und dann gehen wir jetzt hier rein. Bumm. Okay. Und wir sind im realistischen Shop. Aber das Problem ist, wir haben ja kein Geld. Wir könnten eventuell einen der Villager vielleicht fragen. So ein bisschen Startkapital, ein bisschen Kohle, ein bisschen Taschengeld. Entschuldigung, kann ich Geld haben von Ihnen? Du kannst dir nichts von den Items kaufen. Willst du einen kleinen Kredit machen? Ja, klar will ich einen Kredit nehmen. Okay, super. 10 Dollar. Geil. Für 10 Dollar kann ich mir hier diese realistische Axt kaufen. Ja, easy, das machen wir doch mal. Bumm. Oh, und jetzt sieht alles auch viel realistischer aus. Die Villager haben endlich eine Textur. Okay, jetzt haben wir wieder 0 Dollar. Aber wir müssen safe was mit der Axt hier machen. Es gibt hier so viele coole Sachen, die wir ausprobieren können. Es gibt hier eine Kiste. Es gibt hier einen Rettungswagen. Es gibt hier Geld. Oh mein Gott, es gibt hier so coole Sachen. Zack, dann gehen wir mal hier raus. Was können wir jetzt mit der Axt hier machen? Also wir gehen mal, wir schwingen die Axt rüber zum Wald. Jetzt sieht das Dorf auch ein bisschen realistischer aus. Und dann bauen wir mal ein paar Bäume ab oder so. Vielleicht ist das der Weg. Okay, die Bäume sehen auch immer noch super unrealistisch aus. Aber die Bäume droppen Geld. 16 Dollar. Was? 21? 28? Ist ja OP. Das ist eine Geldaxt. Okay, so können wir Easy Money machen. Easy Money, Easy Money, Easy Money, Easy Money. Okay, super easy. Jetzt haben wir 62. Wir machen mal voll auf 100. Und ich würde sagen, wir bauen uns gleich mal zumindest Basic Tools. Oh mein Gott, das sieht so billig alles aus. Das ist die 2x2 Textur, Leute. Das ist richtig krass. Okay, dann haben wir jetzt die Eichenholzbretter. Das hier ist angeblich eine Werkbank, okay. Und dann machen wir uns mal einfach so richtig Basic Tools. Oh, ich habe kein Holz mehr, schade. So, zack, bumm. Machen wir einfach mal eine Spitzhacke. Boah, sieht die hässlich aus. Machen wir einfach mal eine Axt. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, dann machen wir jetzt doch auf lockiger Lockbasis-Schwert. Oh mein Gott. Was ist das für eine Axt? Also, die ist cool, aber das? Okay, haben wir hier irgendwo Brote? Also, Weizen oder so? Also, das würde ich voll geil finden, hätten wir Weizen oder sowas. Weil ich habe actually ein bisschen Hunger. Also, da hinten ist so ein Feld, da hinten sind Villager. Ich brauche was zu essen. Gib es hier was in dem Dorf zu essen. Ein paar Brote, was ist das? Mohn. Okay, ja, so sieht Mohn natürlich aus, klar. So, und dann essen wir mal hier. Unsere Hungerleiste wird so ein bisschen voller. Ist da hinten vielleicht irgendwie Brot oder so? Strohballen? Nee, eine Karotte. Na, nehme ich einfach, nehme ich. Okay, dann holze ich mal hier ein paar Bäume ab. Ich bin jetzt Baumfäller hier. Baumfäller der Stadt. Oh, ich glaube das hier. Ja, das ist definitiv ein Strohballen. Ja. Okay, das konnte ich gerade noch so erkennen. Wir ballern uns mal hoch auf 100. So, 91, 95, 99. 100. Okay, und dann können wir uns safe das nächste Item kaufen. Das heißt, wir gehen hier einfach mal durchs Portal. Alter, es sieht so cool aus. Zack. Alright. Und dann können wir uns als nächstes das hier kaufen. Eine Delivery Diamant Bag. Die kostet sogar nur 20. Ooh, baby. Delivery Bag. Oh, oha. Ich trage die sogar so cool um die Schulter. Hä? Bin ich anders cool? Ich bin richtig cool, Alter. So, aber was können wir jetzt hiermit machen, ist jetzt die Frage. Oh, ich kann die Leute abwerfen mit ihren Paketen. Und dann werden sie sauer und geben mir ihr Geld. Ah, ich bin jetzt Paketbote oder so. Yes. Komm, gib mir euer Geld. Gib mir euer Geld. Gib mir euer Geld. Okay, man kann das jetzt nicht so crazy spammen. Aber es gibt, glaube ich, ein bisschen mehr als die Bäume oder so. Warte, wir brauchen noch mehr Villager. Juhu,
Da drüben sind welche. Da drüben sind richtig viele. Die sind richtig sauer. Zack. Jawohl. Double Money habe ich da bekommen. Aber so ganz geil ist diese Tasche hier nicht, muss ich sagen. So ganz geil ist die hier nicht. Ich gehe mal weiter. Hier sind noch jede Menge Setzlinge. So richtig viele Villager, das wäre jetzt geil. So eine Click. Aber hier ist keine Click. Schade. Nee, hier ist nichts. Hier sind nur Schafe. Babywolf. Hallo, Babywolf. Nee, hier ist niemand am Chillen. Ja, da müssen wir halt ein bisschen Geld farmen hiermit. Weil wir haben halt wesentlich mehr Bäume hier. So, gib mir mal Geld. Yes. Ja, da muss man ein bisschen warten, bis man dann Geld wieder bekommt. So, zack, zack. Bumm. Bumm. Okay, bisher ist das Ganze ja noch so ein bisschen unrealistisch alles. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal wieder in den Shop rein. Bumm. Zackalacka. Ey, ich hab 187 Coins! 187? Okay, wie teuer ist denn das nächste? 5.000, 35.000, 20.000. Okay, das ist alles viel zu teuer. Oh, was ist hier? Realistischer Drill? Das ist eine Bohrmaschine aus Diamanten einfach. Oh mein Gott, ich hab die Bohrmaschine. Ey, die sieht richtig heftig cool aus. Geil. Okay, so, zack. Boah, okay, hä? Das sieht doch voll strong aus. Das sieht sogar voll hübsch aus sogar. Okay, wir haben jetzt einen realistischen Drill. Okay, der ist voll cool. Damit können wir One-Click alles abbauen, was wir abbauen wollen. Das Problem ist allerdings, wir bräuchten, glaube ich, mal eine Höhle oder sowas, damit wir das benutzen können. Oh mein Gott, da hinten ist ein Pillager-Outpost. Aber ich suche gerade eher nach einer Höhle, weil... Natürlich, wir müssen irgendwie Erze abbauen oder so. Ich finde 4x4 sieht cuter aus. Das ist süß. Batterie, Dad. Oh, ich kann rechts klicken, um meine Batterie wieder aufzuladen. Wie cool. Hier könnte eine Höhle sein. Oh ja, das sieht mir sehr nach einer Höhle aus. Okay, so. Oh yes, ich wusste es. Wenn ich Erze abbaue, kriege ich nochmal extra Coins. Let's go. Okay, sehr, sehr gut. Autosmelt? Schade, kein Autosmelt. Boah, Batterie dead. Das laden wir mal wieder auf. Boom, zack, auf 100%. Aber Kupfer bringt wenigstens ein bisschen Kohle. Also ein bisschen Geld. Kohle bringt auch Kohle. Lol. Okay, da drüben sind leider Monster. Aber da drüben sind auch wieder Erze. Ich brauche das Geld. Geh weg, Leute. Ich geh weg. Das war jetzt nicht so eine geile Höhle, hätte ich gesagt. Das war so eine Billo-Höhle. Das ist eine Imposter-Höhle, oder? Batterie dead. Laden wir wieder auf und wir sammeln einfach mal ein paar Coin-Aronis. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt brauche tatsächlich. So, zack, zack. Aber wir sammeln hier mal ein bisschen... Geld. Oh, meine Batterie ist immer leer, Alter. Aber wir haben jetzt fast $600. Als ob es... Also, wir haben hier für 100 ausgegeben. Das bedeutet, das sollte jetzt nicht so teuer sein, oder? 500 vielleicht? Ich glaube, wir haben das Geld schon zusammen. Lass mal das nächste Item kaufen. Let's go. So. Oh, so cool. Bumm, rein da. Realistic Chester. Das Ding hier. 500 Tacken haben wir. Kaufen wir dich doch. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe eine Kiste jetzt als Buddy. Komm her. Komm. Komm. Und was kann ich damit machen? Kann ich streicheln? Es gibt mir Geld. Es spuckt mir einfach Geld aus. Ah, Feini. So ein Feini, Alter. Komm mit. Okay, ich glaube, das ist so ein... Kisti? 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 Ich hoffe, Kisti ist irgendwie noch da bei uns. Weil das nächste Item wird safe nicht günstiger sein. Kriegen wir aber jetzt mehr Geld? Ich glaube, wir kriegen Double Money, oder? Ich glaube, das ist so ein Double Money Pad. Safe, wir haben ja jetzt schon 400. Und wir haben viel weniger aufgesammelt. Oh, wir sammeln einfach nur an der Oberfläche. So, zack, zack. Okay, 500 haben wir jetzt schon mal wieder back. Also wir haben die Investition wieder zurückgeholt. Und dann bräuchten wir jetzt... Oh, da drüben ist noch ein bisschen Eisen. Vielleicht gibt Eisen sogar ein bisschen mehr als Kohle. Kann ja eventuell sein. Man kann ja Träume haben. Kann das auch Eisen überhaupt abbauen? Oh, Batterie. Zack. 100. Bumm. Was? Ich glaube, das hat kein Geld gegeben. Ich glaube, keins von dem Eisen hat Geld gegeben. Sacre bleu. Ist hier vielleicht Kohle? Nee, ist alles unter Wasser. So, da drüben ist nochmal eine dicke, dicke Höhle. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen Money farmen. Wenn unsere Batterie nicht immer leer gehen würde. Ich glaube, wir brauchen so 1000 oder sowas. Ja, wir sind sehr gut dabei. Yes, wir haben $1000. $1000, Leute. Das bedeutet, wir könnten jetzt mal zurück in den Shop gehen. Boom. Yes, das sieht so cool aus, Leute. Und dann könnten wir mal das nächste Item kaufen. Nee, zu teuer, zu teuer. 2000. 1000. Farm Deed. Okay, kaufen wir. Oh, und wir haben eine neue Textur jetzt drin.
Okay, 8x8 ist das, glaube ich. Wie sieht das hier aus? Oh, so ein bisschen ähnlich auf jeden Fall zum alten. Ey, die Schweine, wie sehen die denn aus? Oh mein Gott, seid ihr süß. Okay, jetzt haben wir das neue Item, Leute. Rechtsklick das mal. Uff, okay, ich bin Tipit. Oh, okay. Oh mein Gott, wo bin ich? Ich bin auf einer Farm. Ich bin auf einer Farm scheinbar. Okay, und hier sind Pferde. Oha, ich habe einfach eine Farm gekauft oder so. Ist hier auch was zu essen? Oh, ich habe was gerechtsklickt. No way. Was? Was? Können wir hier etwa Geld nachfarmen? Ey, das ist so OP. Oh mein Gott, 500. Wir können hier das ganze Geld nachfarmen. Auf der ganzen Farm. Ist das cool. Bei dem Feld auch. Wir farmen einfach so Geld. Ist das krass. Yo. $1000 haben wir jetzt schon. Kann ich das auch richtig schnell machen? Nicht, dass es dann anfängt zu laggen. Okay, wir machen richtig schnell. Oh, ist das viel Money. Okay, wir haben es. Wir haben 2000. Das war ja so cool. Okay, wenn wir schon mal hier sind, können wir uns ja auch ein bisschen was zu essen machen. Da drüben ist ein Dorf. Wir machen uns mal eine Werkbank. Komm. Und dann gehen wir mal da hinten hin. Da ist auch ein bisschen mehr. Ey, diese Schweineschwänzchen da hinten sind ja süß. So, können wir hier uns mal ein paar Brote schmieren. Zack, lecker Brote. Ih, der Sound ist auch anders hier. Ist ja weird. So, zack, zack. Jetzt haben wir noch mehr Weizen. Können wir uns noch mehr Brote schmieren. Zack, zack. Lecker Brote. Und jetzt haben wir schon $2000. Das bedeutet, Leute, wir können easy peasy. Können wir einfach hier in den Shop wieder gehen. Boom. Zack. Und wir können uns jetzt das neue Item kaufen. Hier. Realistisches TNT. Boom. Okay. $94. Das hat uns jetzt unser ganzes Geld gekostet. Ich hoffe, das ist jetzt auch über OP. Ey, da ist ein Eisengolem. Hallo? Boah, der sieht witzig aus. Okay, wir platzieren das realistische TNT. Platzieren wir einfach hier außerhalb des Dorfes. Ich hoffe, das wird nicht so heftig. So. Boom. Das sieht so cool aus. Uff. $8000? $8000 mit einer Explosion, ist das krass. Oh mein Gott, ich muss in den Shop. Let's go. Wie viel kostet das nächste? 5000. Geil. Ah, okay, Leute. Wir sind jetzt im normalen Minecraft. Jetzt hat das alles normale Textur. Okay, ist das cool. Und jetzt habe ich hier dieses Open-Schild. Keine Ahnung, was das ehrlich gesagt bedeutet. Okay, wir platzieren das einfach mal. Villager. Merchant. Ich glaube, der hat mir Geld gegeben. Oh, der hat mir richtig viel Geld gegeben. 23.000? What? Der hat mir einfach so gerade 23.000 Euro geschenkt. Chillig. Davon können wir uns safe das nächste Item leisten. Und jetzt, Leute, ist es nämlich sehr, sehr spannend. Denn jetzt momentan sind wir im normalen Minecraft Vanilla. Das heißt, ab jetzt wird es alles nur noch realistischer. Das ist richtig krass. Okay. Boom. Zack. Let's go. Das ist günstiger. Das kostet nur 10.000 Euro und es ist halt einfach ein Rettungswagen, Leute. Wie cool ist ein Rettungswagen, bitte? Let's go. Ich fahre damit jetzt. Bumm. Zack. Ich sitze in einem Rettungswagen. Ich sitze in einem realen Rettungswagen. Wie cool. Okay, okay. So, wir fahren jetzt hier lang. So. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles, was ich umfahre, wird zu Geld. Jo. Noch mehr Punkte. Bonuspunkte, Leute. Ich sammle euch alle ein. Ich verdiene Geld mit euch. 38.000 einfach. Oh mein Gott. Schaffen wir 50? Wie viel geben Hühner? Oh mein Gott, 50. Locker, easy mit meinem Rettungswagen. Oh no. Unfall! Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach schon wieder in den Shop. Alter, einfach ein Rettungswagen. Wie cool. So, zack. Und rein mit uns. Okay, als nächstes können wir uns Deed to the Mine kaufen. Boom. Okay, es ist jetzt ein bisschen realistischer geworden. Also die Schwerter sind realistischer. Die Texturen sind alle ein bisschen realistischer. Und jetzt haben wir hier so eine Mine bekommen. Keine Ahnung, was das ist. Also eventuell ist es sowas ähnliches wie die Farm. Dass man da irgendwie Geld farmen kann. Aber ich würde sagen, wir tippen uns da einfach mal hin. So, zack. Okay, ich sehe nichts. Ich sehe was. Ja, okay, okay. Wir haben hier unsere Mine gekauft. Okay, und was können wir hier jetzt machen? Was kann ich hier jetzt machen? Also hier haben wir zwei dicke Autos. Also so ein
wie nennt man das? So Baustellenfahrzeuge, genau, so nennt man das. Und da drüben ist ein Knopf. Warte, wie komme ich hier rein? Komme ich in meinen Laster hier rein? Hilfe. Ah, komm, das gehört ja eh uns. So, zack, bumm. Oh mein Gott. Oh, das ist jetzt unsere passive Einnahmequelle, Leute. Wir werden reich. Wir verdienen jetzt einfach pro Sekunde einfach 1000 Dollar durch die Mine. Weil wir so reich sind, Leute. Das ist sehr, sehr cool. Das ist sehr, sehr cool. Aber ich will hier wieder raus, ehrlich gesagt. Schade, dass diese Mine hier... Oh, warte. Ich glaube, man baut hier so... Lol, die macht sogar was. Lol, da bewegen sich sogar so Sachen. Ich schwöre, ich habe da gerade... Da, seht ihr das? Da werden so Sachen abgebaut und wieder hingebaut. Das ist sehr, sehr cool. Ui, das ist cool. Unsere eigene Mine in Minecraft. Ja, das ist fresh. Okay, ich würde sagen, wir haben schon wieder 75.000. Davon können wir safe was im Shop kaufen. Das heißt, wir gehen da mal rein. Oh ja, der realistische Money Trainer, sicher, klar. Okay, den haben wir uns jetzt gekauft. Wir gehen einfach zurück und platzieren den einfach mal hier. Okay, da wächst was. Da wächst was. Moneybaum! Oh mein Gott, ein Geldbaum! Okay, wie komme ich an das Geld? Oh, ist das cool. Jo, ich... 154.000 Dollar? Oh mein Gott. Leute, wir werden hier in dieser Folge, wir werden heute Millionär. Übrigens, wir können auch noch auf YouTube Millionär werden. Wenn ihr hierfür ein Abo dalassen würdet, Leute. Es ist ein Klick für euch und ihr würdet mir so viel weiterhelfen. Denn wir haben inzwischen schon die 950.000 Abonnenten. Das bedeutet nur noch 50.000, dann haben wir die. Mein Traum ist es, zur Gamescom mit euch gemeinsam die 1 Million zu knacken. Das wäre so cool. Deswegen alle abonnieren, dringend. Okay, ich würde sagen, wir gehen in den Shop, oder? Wir gehen mal ein bisschen weg von der Mine hier. Boom, zack. Boah, wir haben schon fast wir haben 200.000 einfach. 200.000, das ist deftig, Leute. So, ab in den Shop. Was können wir uns kaufen? Was hier haben die, soweit es geht, alles schon gekauft? Ist hier noch irgendwie was? Der realistische Office-Job? Ja, kaufen wir. Let's go. Und die ganze Welt ist realistischer geworden. Cool. Okay, dann machen wir mal unseren realistischen Office-Job. Okay, wir haben hier einen Bürostuhl. Geld! Ganz viel Geld! 200.000 Geld! Okay, ich kann mich zwar nicht bewegen hier, aber wir machen extrem viel Cash mit dem Job hier. Indem wir einfach sitzen. Das ist der einfachste Bürojob der Welt. Einfach sitzen und Geld verdienen. Yes! Okay, was machen wir jetzt mit dem ganzen verdienten Geld, Leute? Alter, wir haben so viel Geld. Ich würde sagen, wir gehen jetzt an die Börse. Wir investieren jetzt unser Geld. Let's go. Wir kaufen uns jetzt das nächste Item. Und das weiß ich schon. Das ist nämlich... Moment. Wo war's? Das ist die realistische Bank. Bumm. Sehr realistisch. Okay. Zack. Auf zur Bank. Oh yeah. Wir sind hier bei der Bank. Und wir investieren jetzt unsere Moneten, Alter. Hallo? Wo kann ich hier meine Moneten investieren? 1000 Dollar investieren wir. Und wir kriegen 2000 zurück. 1000 Dollar. Immer noch 2000. Alter. Oh mein Gott. Ein Bankräuber, Leute. Gefahr. Ich habe hier noch nicht einen Mob gekillt. Wir investieren. Aber das macht ehrlich gesagt nicht so viel Geld wie unser Stuhl. Muss ich ja ehrlich gestehen. Da wäre unser Office ein bisschen cooler gewesen. Alter, hier sind über viele Mobs. Schnell rein in den Shop. Let's go. Oh, erstmal ein paar Brote essen, Alter. Von so viel Geld verdienen wird man ganz schön hungrig, Leute. So. Okay, wir haben relativ viel Geld. Wir haben genügend Geld, um diese Pyramide hier uns zu holen. Alter, wie cool. Und die Textur ist wieder realistisch geworden. Oh mein Gott. Guckt euch mal die Brote an. Guckt euch mal mein Brot in der Hand an. Es ist super realistisch. Das Schwein, wie siehst du denn aus? Es ist alles hyperrealistisch. Ist das cool? Jo, ist das cool. Oh mein Gott. Boah, zum Glück nicht gestorben. Gut, was machen wir jetzt mit der Pyramide? Die sieht lustigerweise nicht so realistisch aus. Aber ich würde sagen, wir platzieren die einfach mal. Zack. Oh, hier passiert was. Ey, hier gibt es sogar Steine. Ist das cool. Ich höre die ganze Zeit was bauen.
Wow, wow. Oh, wir machen jetzt richtig viel Geld. Es hat schon so richtig Probleme beim Zählen, Alter. Okay, also so machen wir extremst viel Cash. Vielst Cash? Was war das für ein Wort? Okay, aber wir haben hier noch ein paar Items, die wir kaufen können. Der 1%, der kostet 500k. Ah, da müssen wir erstmal kurz uns gedulden, bis wir das haben. Währenddessen kann ich hier einfach mich mal entmüllen. Ey, das sieht hier alles so weird realistisch aus. Das Kupfer, guckt euch mal die Erze an. Die sehen so komisch aus. Eichensetzling, Erde, verrottetes Fleisch. Das sieht so komisch aus. Roheisen, das sieht alles so real aus. Mohn kann weg. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, ich habe die Pyramide, glaube ich, gefunden. Oh, aber hier ist nichts drunter. Schweinerei, was eine Schweinepyramide, Alter. Okay, nicht mehr lange. Und dann haben wir die 500k voll. Dann können wir diese 1% eben kaufen. Währenddessen platzieren wir ein bisschen Löwenzahn, der halt auch ultra realistisch aussieht. Ist ja cool. 500.000. Okay, wir können in den Shop gehen. Let's go. Und dann können wir jetzt diesen 1% kaufen. Okay, ich habe ihn gekauft. Oh, was? Oh mein Gott. Du gehörst zu den 1%. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir können uns Dias holen. Wir können uns Netherite holen. Oh mein Gott, wir können hier rechts klicken, Leute. Ich hab's geschnallt, Alter. Wir können hier nämlich jetzt erstens in den Kreativmodus gehen und uns einfach so viele Diamanten holen, wie es nur geht. Wir können uns auch einfach richtig viele Money Trees einfach kaufen und so easy die 1 Million hitten, Leute. Boom, boom. 500.000, 600.000, Alter. So, zack, jetzt kann ich wieder in Creative Mode einfach gehen. Kann mir noch mehr Netherite holen. Netherite Block. Können wir uns eine volle Rüstung einfach holen. Bumm, zack. Kann ich einfach anziehen. Zack, zack, zack. Bumm, haben wir auch noch Netherite. So, dann kann ich hier den Baum rechts klicken. Kann mir hier nochmal ein bisschen was holen. Kann das hier platzieren. Das ist so cool. Ich kann hier so viele Money-Bäume platzieren. Und da soll man nochmal sagen, Geld wächst nicht auf Bäumen. Wächst wohl. 1 Million Dollar haben wir jetzt. 1 verdammte Million. Das ist so krass. Okay, so, rein da. Okay, okay, was können wir uns jetzt kaufen? Wait. Wir können uns jetzt kaufen das hier. Compound Interest. Ich glaube, das ist unser Kredit, oder? Wait, warte. Heißt das etwa... Der Typ, der uns am Anfang 10 Dollar geliehen hat, kriegt jetzt 1 Million von uns? Oh mein Gott, das sieht alles super realistisch aus. Und wir können jetzt endlich unsere Schulden zurückzahlen. Hey, komm mal her. Komm mal her. Hey, hier, dein Rückgeld. Danke für deine Zurückzahlung. Oh Gott. Oh mein Gott, es sieht alles hyper realistisch aus, Leute. Guckt euch mal hier drüben die Pyramide an, Leute. Zack, Alter. Guckt euch mal die Blöcke an. Guckt euch mal das Wasser an. Guckt euch mal diese Erdblöcke an. Es sieht alles super realistisch aus. Leute, Alter, unsere Netherite-Rüstung ist ja ultra krass. Leute, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Ganz wichtig, ein Abo für die 1 Million Abonnenten, Leute. Und bis zum nächsten Video. Ciao.